Ja, hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Keplav. Und ja, es ist gerade dunkel und ich warte gerade ein bisschen. Obwohl, nee, komm, warten brauchen wir nicht. Wir können gleich los, wir haben ja ein Pferd, wir sind ziemlich schnell unterwegs. Da kann uns keiner was. Und ja, die letzte Folge war sehr erfolgreich mit den Pet-Collars, die ich gesammelt habe. Freue ich mich noch immer sehr darüber. Und jetzt geht's erstmal ab nach Hause. Gucken wir mal, wie viel Pet-Collars wir jetzt zusammenkriegen mit denen, die wir dann noch herstellen können. Und ja, dann brauchen wir, wie gesagt, nur noch ein zweites Glanz, glaube ich, hießen die Dinger von den Ebern. Und dann tamen wir uns mal zwei und machen uns bereit für einen weiteren Versuch bei der Insektor Queen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davor ein bisschen Muffensausen, ja. Ich glaube, ich bin schon an der Base vorbei, oder? Kann das sein? Nee, warte mal. Müsste hier sein. Ja, ich habe ein bisschen Muffensausen davor. Weil, wenn ich da unten wieder am Krepieren bin, am Sterben bin, dann wird es schwierig, meine Eberhards, die ich dann tame werde, wieder zurückzubekommen. Ja, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Aber alles klar, ich wurde wieder geportet. Nice, ja, gleich ein Käfig. Oh, alles klar, okay. Okay. Ja. Alles klar. Ja, der Fehler ist, wie es aussieht, noch immer da. Ich habe jetzt ein zweites Goblin Warhorse. Ja, warum nicht? Warum nicht? Er konnte auch da oben einfach durch die Tür. Ja, auch schön. Ich weiß halt nicht, wie das gecodet ist, dass sowas funktioniert. Aber ich beschwere mich nicht darüber. Ja, zweites Goblin Horse ist auch natürlich auch gut. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben einen Haufen Leder, Knochen. Warte mal, ich muss jetzt erstmal Platz schaffen. Ich lege mal das kurz auf die Seite. 13 Pet-Collars, 25 Leder, die Wolle brauche ich auch. Monster-Skin? Ah, unten im Außenposten hätte ich noch Monster-Skin gehabt. Habe ich nicht mitgenommen. Verdammt. Oder? Doch, doch, habe ich mitgenommen. Ich habe es ja nach Hause gebracht, aber wo habe ich es hingepackt? War das hier drin alles? Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht. Egal, wir stellen jetzt erstmal hier noch ein Leder her. So, 26 Leder, Pet-Collar, Leder, Knochen, Wolle. So, sind nochmal 5. Das heißt, 18 Pet-Collars. Wenn ich jetzt 2 weitere Pet-Collars hätte, müsste normalerweise von der Prozentchance, ist ja bei dem Eberhard 10%. Das heißt, 10 Pet-Collars müssten safe ein Eberhard sein. Wenn ich 20 hätte, müssten das safe 2 Eberhards sein. Oder? Wenn ich das, habe ich das richtig gerechnet? Ich glaube schon. Ja. Müsste, glaube ich, so sein. Egal. Wir brauchen auf jeden Fall ein zweites White Boar Glance. Vorher wird das nämlich nichts. Vorher muss ich hier jetzt erstmal nochmal aussortieren. Das heißt, hier die Truhe rein und die andere Truhe auch. Dann die restlichen Knochen und so brauche ich auch gerade nicht. So, die Wolle auch nicht. Hier die Knochen. So, die Armor brauche ich nicht. Die kann ich dahin packen. Ich packe mal die Schwerter auch hier oben hin. Ich könnte natürlich auch mal ein paar Schwerter wegpacken.
So viel Schwerter, wie ich da dabei habe, brauche ich ja gar nicht. So, hier sind die Rüstungen. Da könnte ich die Rüstung hier reinpacken. Und die da mitnehmen. So, packen wir hier mal das da rein. Und die Bandagen mache ich hier hin. So, hier die Schwerter. Ich nehme mal 2 Ersatzschwerter mit, das ist in Ordnung. Ein Haufen Fleisch, das Nektar kann ich auch verarbeiten. Zack, zack, das dahin. Ach, ich habe noch 99 Knochen dabei. Ja, moin. Habe ich nicht gesehen. So, packen wir auch da rein. Das Gras nehme ich wieder raus. Kupfer habe ich auch noch dabei. Das könnte ich auch gleich verarbeiten. So, hier ist nichts drin. Hier sind die Pilze. Oder ein Pilz. So, jetzt erstmal die Früchte. 12. So. Das Jerk packe ich dahin. Pilz packe ich auch dahin. Hier habe ich auch noch Beeren. So, das Gras packe ich mal hier hin. Obwohl, ich könnte mir noch ein paar Fackeln herstellen. Torches. Machen wir mal nochmal. Ah, 31 kann ich nur herstellen. Ja, ist in Ordnung. 76 Fackeln. So, ja, lassen wir das mal ein bisschen köcheln. So, ich muss das gleich nochmal aufsplitten. Und ja, dann machen wir uns wieder auf Eberjagd. Eberjagd und versuchen, Glens herzubekommen. Damit wir halt einen zweiten Eberhard tamen können. So, dann splitten wir das nochmal auf. Machen wir mal hier 9 und hier nochmal 4. So, das müsste dann hier passen. Okay. So, während das hier am Köcheln ist, nehme ich mir mal nochmal so ein Pferd mit. Und mache mich auf die Suche nach Ebern. So, da unten ist gleich mal hier, aber der lässt sowas wahrscheinlich nicht fallen. So. Oh, da sind aber ordentlich Eber hier unterwegs bei mir. Ich mache jetzt einfach mal alles weg hier. Die brauche ich sowieso nicht in meiner Nähe. So, was machen die 2 Bogenschützen bei mir? 3 Bogenschützen. So. Eber, Eber, Eber brauche ich. Wo sind die Eber? Hier nochmal kurz heilen. Habe ich hier noch ein paar Beeren? Nee. Da, komm, wir geben das mal. Und hier, ich gebe mir jetzt einfach mal ein Nektar. Ja, was ist denn das da? Infected Village? Clue? What? Was ist das? Surface X972 Y-424. Okay, alles klar, das habe ich aber noch nie gesehen. Das erste Mal ist. Okay. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal dorthin.
Ist da jetzt irgendwie was Besonderes drin dann oder was? Keine Ahnung. So, jetzt hier nochmal das Nektar. No, das will ich nicht. Die Beeren nehme ich raus. So, 10 und 10. Alles klar. Okay. X972, Y424. Ich lege mir mal das da unten rein. Okay. Da bin ich mal gespannt, was da ist. Vielleicht ist da jetzt wirklich irgendwas Besonderes dabei. Warte mal, das ist dann... ich esse mal nochmal kurz was. X972, da muss ich nach rechts und minus 424 ist dann runter. Okay. Haben die Spawnrate erhöht von den Monstern? Weil hier plötzlich ein Haufen Eber rumspringen. Ich kann mich noch erinnern, als ich die ganze Zeit auf der Suche war nach Ebern und keine gefunden habe. Diese Zeiten sind vorbei, wie es aussieht. Aber die lassen alle nicht hier die Boa Glands fallen, die ich brauche. 972. Das ist ziemlich weit rechts. Und 424 Süden. Okay. Dann laufe ich mal auf 424. 424, gell? Ja. Laufe ich mal auf 424 runter. Und dann halt die ganze Zeit nach rechts. Und da müsste ein infiziertes Dorf sein. Und da steht halt Surface dabei. Oh, da ist nur ein Eber. Nice! Wir haben ein weiteres Glanz. Perfekt! Nice, 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 nice. Oh, ich glaube, Ja, nee, passt schon. Nee, wir laufen jetzt erstmal zu dem Dorf. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, zu dem Dorf zu laufen. Also laufen wir jetzt darüber. Oh, da sind noch ein paar Truhen. Da gucken wir auch mal rein. So, nehmen wir natürlich alles mit hier. Nice, nice, nice. So, und das da auch. Perfekt. Und die grüne Truhe nehme ich auch mit. Die sieht nämlich nice aus. So. 424. Ich muss noch ein bisschen nach unten. Oh, Leder nehmen wir natürlich auch gerne mit. So. Nice, da haben wir jetzt ein zweites White Boar Glands. Das heißt, wir können jetzt beide Eberhards tamen. Pferde lassen kein Leder fallen, oder? Nee, die lassen nur Fleisch fallen. So, ich muss noch ein bisschen nach unten. ...424. Das wäre dann hier. Okay, und dann 972 nach rechts. Oh, da sind ein paar Kühe und ein Eber. Da ist ein Goblin-Dorf. Eieiei, bin ich froh, dass ich ein Pferd dabei habe. Oh, ich glaube, ich bin gerade... ich bin, glaube ich, ein bisschen falsch abgebogen hier. Tut mir leid, Leute. Lass mich mal kurz durch. Dankeschön. Vielen Dank. Aber es war nicht meine beste Idee. Alles klar.
Okay, da grabe ich mich mal. Ah, ne. Ich kann da unten durch. Ja, ja. Geh mir nicht auf den Piss. Was war es jetzt noch? Ich muss tausendmal nachgucken. 972. Okay. Irgendwie kann ich mir das nicht merken. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich so aufgeregt bin. Ja. Da sind noch zwei Kühe. Perfekt. Danke für das Leder. Sehr nett, sehr nett. So. Ich muss mich weiter oben halten. Okay, noch ein bisschen weiter nach oben. So müsste die Richtung passen. Ich müsste jetzt gleich da sein. Ich heile noch mal kurz das Pferd. So, hier noch ein Stückchen Fleisch. Bitteschön. Das müsste das Dorf sein. 972, ja, das müsste es sein. Und das Dorf ist nicht gerade klein. Ich glaube, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, ich habe ja noch ein paar Pfeile. Aber Iron Arrows habe ich nicht mehr viele. Okay, da kommt schon der nächste. So, ich mache jetzt einmal einen nach dem anderen hier. Da stand halt Surface dabei. Also ist da irgendwas versteckt eventuell? So, was ist denn da drin? Copper Eggs. Jo, nehmen wir mit. Da bei denen, die lasse ich mal in Ruhe. So, folgen wir mal dem Weg. Okay. Ganz kurz etwas heilen. So. Da ist so ein dickes Ding. Das haltet halt ein bisschen mehr aus. Aber wenn ich auf dem Pferd unterwegs bin, müsste das gehen. Die Pfeile machen halt so gut wie gar keinen Schaden. Aber so ein bisschen machen sie schon. Ich könnte ja mal diese Bony Balls verwenden. Die geben auch so einen leichten Rückstoß. Okay, die sind leer. So, schön im Kreis laufen. Mein Bogen ist auch fast hin. Okay, jetzt ist er kaputt. Aber ich habe ja noch einen Bogen dabei. Oder mehrere sogar. Also an Bogen, Bögen mangelt es mir nicht. So, jetzt aber. Zack, 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 zack und fertig. Perfekt. So, die nehmen wir auch noch mit. Das Nektar auch. Okay, das dicke Ding ist schon mal weg. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir uns hier ein bisschen umsehen. Die halten ein bisschen mehr aus als die anderen. So, was ist in der Truhe drin?
Hunter Lightweight Outfit. 2 Defense. Nice. Nehme ich auf jeden Fall nicht mit. Okay, da sind auch noch ein paar. Die kämpfen einfach mit Spitzhacken. Ja, muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Medipack. Das ist nice. Ah, da ist eine rote Truhe. Ist diese Truhe damit gemeint? Eventuell. Muss mir mal kurz heilen. So, komm mal raus hier zum Spielen. Oh, mein Schwert ist kaputt. So, kurz mal heilen hier. Ja, ist ja gut, Mann. Gib mir doch mal eine Pause. Was ist das? Agrikultural Manual. Equip. Gathering Speed increased by 50%. Ach, das ist das Ding, was mir hier... Wurde mir auch in die Kommentare geschrieben. Alles klar, nice. Okay, nehmen wir gerne mit. Ich habe keinen Platz mehr. Das ist gerade ein bisschen... beschissen. Was kann ich denn wegmachen hier? Das da, das da, das da. So, dann kann ich nämlich das Copper mitnehmen. Hier, die Seeds. Ja, nee, die Seeds brauche ich nicht unbedingt. Ich will nämlich das Medipack noch mitnehmen. Nice. Medipack ist geil. Warte mal. Die rote Truhe noch. Ist da was Besonderes drin? Wow. Holy shit, das ist ja mal richtig geil. Ein paar Bären, ey. Wow. Krass. Einfach nur krass. Stone Arrow. Habe ich noch einen? Okay, warte mal. Jetzt war das 972. Das ist... 972. Hier... Ja, ist ja gut. Komm. Du hast sowieso keine Chance. 424. 424. Das ist dann hier. Bin ich genau an der Stelle. X 972, also fast genau. Jetzt bin ich eigentlich so gut wie an diesem Punkt. Und da... Hä, verstehe ich jetzt nicht. Naja, egal. Wir haben ein paar schöne Sachen gefunden. So, ist hier noch irgendwie was Geiles versteckt? So, gehen wir zur Seite hier. Schweine. Da ist keine Truhe drin. Da ist doch eine Truhe. Da könnte ich nochmal reingucken. So, jetzt kommt der natürlich auch noch ran. Das ist Spinnennetz. Ah, okay. Ich habe gedacht, ich kann das Spinnennetz irgendwie abbauen. Jo, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ja, ansonsten ist hier nichts mehr. Ach, hier oben geht's noch weiter. Ach so. Das sind eigentlich alles Fackeln, die könnte ich alle abbauen. So, nochmal kurz heilen. Das Pferd natürlich auch heilen. So. Da ist noch ein bisschen was. Da kommt noch einer an. So, habe ich noch ein Schwert dabei? Jawohl, perfekt. Das eine Schwert geht nämlich gleich kaputt. Da noch was Besonderes drin. Jo, Nektar. Geil. Schöner Outfit, aber nehme ich nicht mit. So,
So, das ist ein Anvil. Da ist auch noch eine Truhe. Jo, nehmen wir. Also diese Infizierten haben immer viel Kopper dabei, ja? Also so Kopper-Werkzeug und Kopper an sich in den Truhen. Da ist noch eine Truhe. Kaktus. Nice. Okay, das ist auch nichts Besonderes. Da oben, da ist irgendwie noch was. So eine kleinere Hütte wieder. Ja, okay, da muss ich nicht unbedingt hin. Aber da rechts ging es ja noch weiter. Vielleicht ist da noch was Besonderes. Mein Schwert ist kaputt. Zack, 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 zack. So, ein Anvil. Und ein Haufen Kisten. Alles klar. Hier, Horse Meat, bitteschön. Und, noch was zum Heilen. So, die Kisten machen wir auch mal kaputt. Vielleicht ist da noch was. Ein bisschen Nektar oder so. Nee, nur Holz. Schade. Anvil könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Anvil kann man auch verkaufen, soweit ich weiß. Die rote Kiste würde ich auch gerne mitnehmen. Jetzt habe ich die Bären dabei. So, rote Kiste. Dankeschön. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, hier wäre irgendwie was richtig Krasses, weil ich jetzt so eine Notiz gefunden habe. Die kann ich aber auch nicht irgendwie benutzen oder so, gell? Also, die habe ich halt einfach. Ja, da unten ist noch eine Truhe. Samen, Samen, Samen. Aber ansonsten ist da auch nichts Besonderes. Okay, alles klar. Das war's. Ich glaube nicht, dass da irgendwie noch was ist. Da war ich ja schon. Okay. Dann begeben wir uns mal wieder nach Hause. Denn ich habe jetzt ordentlich Zeug gesammelt. Oh, da sind noch Kisten. Truhen meine ich. Ach, schon wieder eine Notiz. Nice. Was habe ich hier? Was? Hier, das da. Brauche ich nicht. Eine weitere Notiz. Goblin Village. 970 Y-258. Das ist hier in der Nähe. Das ist hier oben drüber. Alles klar. Okay. So, was ist denn da drin? Alles klar, nehmen wir alles mit. Jo, jo, jo. Und jo, nehmen wir auch alles. Zack, zack, zack. Weg damit. Alles klar. Okay. Das war's mal wieder, liebe Leute, mit dieser Folge Keplav. Ja, wir waren im infizierten Dorf und haben dort halt einfach mal alles vernichtet, was da rumläuft. Oder fast alles. Und ordentlich gelootet, ordentliche Sachen gefunden. Zum Beispiel dieses Buch, das unser Gathering Speed, also das Sammeln, verschnellert. Ist ganz nice für die Gartenarbeit, denke ich mir mal. Und ja, ein bisschen Zeug gesammelt. Jetzt muss ich halt wieder ab nach Hause, weil ich ja das zweite Glance habe. Das heißt, in der nächsten Folge werden Eberhards getamed. Oder ich überlege mir noch, wie ich die da nenne. Ja, ich habe da ein paar Namen im Kopf. Mal gucken. Ja, gucken wir mal. In der nächsten Folge werden wir es sehen. Ciao, ciao.